Hallo meine lieben Tomaten- und Gartenfreunde. Die Tomatenaussaat. Ja, die Frage, wann ist denn die Zeit, um Tomaten auszusehen? Die Frage kann man sehr leicht beantworten mit jetzt. Also wirklich heute, heute, morgen, übermorgen und so weiter. Es gibt verschiedene Sorten von Tomaten, verschiedene Arten von Tomaten, die frühreifend sind, spätreifend, niedrig wachsende, langsam wachsende. Also wer länger Tomaten anbaut, weiß, dass es so ist. Ihr seht vor euch, das sind hier meine schon pikierten De Barrau. Das ist De Barrau Zarski. Ich habe euch in einem Video gezeigt, ich habe De Barrau schon ausgesät. Also De Barrau, die schwarze, die wollte irgendwie nicht so, beziehungsweise die braune, aber jetzt kommt sie. Ich habe sie nochmal nachgesät. Ja, das ist das Problem, wenn man nur zwei Samen nimmt. Gell? Dann die Wahrscheinlichkeit, dass beide keimen, kann hundertprozentig sein, so wie hier, muss aber nicht. Das muss man sich auch bewusst sein. Also wir haben jetzt Anfang März. Heute ist der 5. März und ich halte mich zwischen dem 3. und 8. März an die Termine für die Tomatenaussaat, die große, also hochwachsende Tomaten, mittelreife bis sogar frühreifende Tomaten, aber trotzdem große. Also ich habe hier schon ein paar Sorten für mich ausgesucht. Ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr weniger machen. Ich habe schon 29 Sorten und eigentlich wollte ich nur noch 21. Ja, ich glaube, das sieht nach mehr aus. Okay, ich habe sehr viele Tomatensorten. Die Ziffer möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich glaube, da erschrecke ich den einen oder anderen. Also ich habe jetzt hier eine Freilandtomate, die Viva Grande. Vielen Dank nochmal für das Geschenk. Ich habe sehr viele Tomaten von euch geschenkt bekommen oder durch Umtausch bekommen. Das ist eine Freilandtomate, die ziemlich resistent ist. Hier sind keine schnell reifende oder frühreifende oder niedrig wachsende. Die liegen auf einem Extrastapel. Die haben noch Zeit bis mindestens, also nach Mitte März. Zum Beispiel hier ist Yarlis Sibirian dabei. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Dann Buratina. Das sind solche und viele andere russische Sorte unter anderem, die niedrig wachsend sind. Erst ab der Mitte März. Und heute nehme ich alle Tomaten, die mittelreifend bis frühreifend sind und die groß sind. Unter anderem ist auch die Sorte Ruchi, das ist eine Sherry-Sorte zum Beispiel, die baue ich jetzt auch an, weil ja, die ist sehr hoch, ihr seht, 2 Meter hoch, reife, trotz dass sie frühreifend ist, das sind alle Sherry-Tomaten, einfach weil sie nicht so viel Zeit zum Wachsen brauchen, aber auch die alle groß wachsenden Tomaten, das hier ist das Duett Chiu Chiu San. Wer seit letztem Jahr dabei ist, weiß, dass ich die Chiu Chiu San in Rosé hatte. Aber die orange Chiu Chiu San war ein Kuckuck, sagen wir so. Das war eine, also das war auf jeden Fall eine orange Tomate, aber nicht Chiu Chiu San. Ich habe sie dieses Jahr auch. Ich habe mir hier die Sorten zukommen lassen. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich weiß, du schaust mir zu. Und ich freue mich einfach auf die zwei, weil das sind sehr ertragreiche Sorten. Und jetzt sehe ich die Tomaten aus, die groß sind, die mittelreif bis frühreif sind, weil wir die Tomaten ungefähr ab Mitte Mai ins Freiland anbauen können. Ungefähr 50 bis 60 Tage brauchen die Tomaten vor Anzuchtzeit. Wenn man noch dazu sich ein paar Tage mit einrechnet für die Keimzeit, für die Keimdauer der Samen, dann liegen wir jetzt am 5. März genau richtig. Heute 5. März plus, sagen wir, 10 Tage Keimzeit, 15. März oder bis zum 15. März keimen die Sorten. Und dann sind es genau 60 Tage plus minus 1-2 Tage, die Monate sind nicht immer 30 Tage lang, bis die Tomaten raus können. In der Zeit, in diesen 60 Tagen, müssen wir die Tomaten mindestens pikieren und vielleicht einmal noch umtopfen. Wenn es solche Sorten sind wie De Barrau oder viele anderen Tomaten, die einfach groß von sich aus werden, bis 2 Meter zum Beispiel, wie Berner Rose oder Ruche, dann müssen wir die mindestens noch einmal vielleicht umtopfen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber die Tomate dankt euch mit einer kräftigen Wurzel für dieses öftere Umtopfen. Um die Tomaten auszusehen, braucht man wie immer ein Gefäß. Die Erde, die ich hier habe, das ist Erde, die ich mir selber mische. Aber wer jetzt die Möglichkeit nicht hat, kann man einfach eine Aussaaterde kaufen. Warum Aussaaterde? Weil Aussaaterde von sich aus sehr arm vorgedüngt ist. Die kleinen Pflänzchen, die jetzt hier
das kleine Pflänzchen der Barau, das jetzt hier rauskommt, das ist sehr klein und wenn die Samen keimen und die kleinen Keimlinge, die noch kaum Wurzel haben, die brauchen keine Nährstoffe oder beziehungsweise kaum welche. Am Anfang brauchen die Samen dunkel und warm. Das heißt in der Erde drin und möglichst warm. Umso wärmer es ist, also nicht unbedingt 50 Grad, aber 23 abwärts ist auf jeden Fall gut. Man kann auch bis 28 Grad gehen für den Anfang. Aber sobald die Tomaten gekeimt sind, in diesem Zustand, sollen sie nicht mehr in diesen warmen Temperaturen stehen bleiben, weil wenn wir jetzt auch noch Anfang März nicht genug Sonnenstunden haben, dann wachsen die ziemlich schnell und werden sehr arg dünn. Und das ist auch der Wärme zu verdanken. Deswegen, umso kühler die Tomaten stehen, also nicht plus 5 oder plus 10, sondern zum Beispiel plus 14 oder plus 16, ist für die Tomaten, die jetzt so schon pikiert sind, eine ideale Temperatur. Dann werden die stärker, wachsen langsamer und sind deswegen auch unten gesünder, weil sie sich nicht so zum Licht strecken und die Wärme sie einfach nicht treibt, also kein Treibhauseffekt. Deswegen am Anfang warm, danach kühl. So, meine Sorten sind im Boden. Ihr habt mich gebeten, ich soll euch die Namen nennen. Also ich habe jetzt Megama, falls jemandem die Sorte was sagt. Dann natürlich Berner Rose, die Sorte Ruti, Kosmos, alter Kommunist und eine russische Sorte Lasurgigant. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe richtig übersetzen soll. Also es ist eine lila Fleischtomate. Ich bin sehr gespannt. Also die Sorten habe ich jetzt schon mal. Wie ihr seht, hier noch viele. Ich mache jetzt hier weiter. Das mache ich auch ohne Kamera. Und wie gesagt, jetzt kommen bei mir die Sorten in den Boden, die einfach groß sind, länger brauchen, auch von der Wuchsweise, also nicht niedrig wachsenden Pflanzen und mittel- bis frühreifende. Okay, ich mache jetzt hier weiter und ich wünsche allen ein frohes Aussehen.